Wir sind heute unterwegs im Fashion Outlet in Parndorf. In Kürze gibt es hier einen Bungee-Sprung und ich werde die Prominenten, die Mutigen und vielleicht auch die Feigen ganz genau unter die Profilerlupe nehmen. It's my real pleasure being here with you in Pandorf. Are you Otto Walkes? Yes, yeah, nein, vielleicht. I think so. Your name is Otto Walkes. Yes, you are from Germany. Hans Christian. Du machst heute den Bungee-Jump. Es ist sicher nicht dein erster, wie ich dich kenne. Was ist eigentlich normal an dir? Ich glaube, ich bin der normalste Mensch, den du kennst, wenn wir ehrlich sind. Das habe ich nämlich schon des Öfteren gehört. Klingt absurd, ist es aber nicht. Also was konkret wäre jetzt normal? Was weicht das, was du machst, weicht nicht von der Norm ab? Boah, um Gottes Willen. Nein, aber ich kann dir was erklären. Ich mache auf super cool natürlich und mache die nur schon. Also, ja, ich gehe Bungee jumpen. Aber ich weiß ganz genau, ich kriege da oben eine Panikattacke. Weil beim letzten Mal bin ich vom Donauturm gesprungen. Und. Ich hatte eine Panikattacke. Luke, wie schaut's bei dir aus? Bist du zu feige heute zu springen oder warum stehst du noch da? Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich wirklich furchtbar gefreut. Seit dem Anruf, wo ich gehört habe, ich darf auch mitspringen, habe ich trainiert, ich habe meine Haltung trainiert. Ich wollte immer schauen, dass ich da wirklich perfekt runtersehe. Ja, vielleicht müsstest du noch was mit deiner Figur machen, vielleicht klappt es dann. Ne? Ja, jetzt, ich komme her durch Eingang. So ein bisschen Eingang. Aufbauen. Ja, nein, leider nicht. Ich bin zu schwer zum Springen. Ich habe schon gewusst, wie die Waage da gestanden ist bei der Anmeldung, dass das nichts wird und jetzt bin ich zu schwer und jetzt darf ich von unten zuschauen heute. Es gibt viele Menschen, denen geht's gut und es gibt auch Menschen, denen geht's weniger gut und unter diesen Menschen sind auch sehr oft Kinder und für diese setzen Sie sich, Frau Klima, immer ganz besonders ein. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Heute haben wir ja ein Projekt in Parndorf, mit dem Sie die Ronald McDonald Kinderhilfe unterstützen und was steht sonst noch an für die Kinder? Ja, erstens einmal sage ich danke, dass ich hier sein darf in Parndorf, nämlich dass diese Bilder, die Sie hier sehen, für Familien mit schwerkranken Kindern bei unserer Gala versteigert werden am 19. Oktober. Wir bauen Häuser direkt am Klinikgelände für sozial schwache Familien mit kranken Kindern und schließen hiermit eine Lücke in unserem Sozialsystem, sodass die Familien bei den Kindern bleiben können, während sie krank sind. Als Kriminologin weiß ich ja auch, dass es von allem eine Dunkelziffer gibt. Vermutlich gibt es irgendwo noch Kinder, die auch ihre Unterstützung brauchen. Wie kommen die zu Ihnen? Wir machen das so, dass die kranken Kinder, die in die Klinik kommen, von den Ärzten oder vom Klinikpersonal, die Empfehlung bekommen, bei uns wohnen zu dürfen während dieser Zeit. Und die Ärzte wissen das soziale Umfeld, die wissen auch das Krankheitsbild und die entscheiden dann, wer bei uns wohnen darf. Michi, ich habe vorher mit deiner Tochter, mit der Lea gesprochen und habe sie gefragt, warum springt die Mama nicht? Hat sie gesagt, weil sie Angst hat. Nein, Angst, Respekt, sagen wir mal so. Aber mir ist halt doch, am Schnee fühle ich mich einfach wohler und da am Seil angebunden zu sein, kopfüber auf einen Beton zu springen, das schaffe ich nicht. Bedeutet das Kontrollverlust für dich? Einerseits auf jeden Fall, ja, weil du ja den vertrauen musst, der dich da anhängt. Und auf der Skipiste bin ich halt so 100% doch für mich verantwortlich, sagen wir so. Du hast ja auch einige Schläge, sagen wir, in der letzten Zeit bekommen, Schicksalsschläge. Was hat dich da konkret jetzt so stark gemacht, wie du jetzt da vor mir stehst? Naja, also da ist einmal meine Familie dahinter gestanden, es sind Freunde, es warst genauso auch du, die mich da wieder aus dem Sumpf rausgeholt hat und das ist eins von den wichtigsten Sachen, dass man sich wieder wirklich schaut, dass mein Leben steht, dass man sich wieder Ziele setzt, dass man vorwärts schaut, was kann ich machen, was brauche ich, dass ich so weiterleben kann wie bisher und dass man natürlich verschiedene Fehler nicht mehr macht, aber man lernt ja nie aus, wie wir wissen im Leben. Fahre ich schon. Perfekt. Jawohl. Und jetzt gibt es für dieses Buch, für die Herrn Unterschrift, einen ordentlichen Applaus.
Dankeschön. Evelyn, du bist ja sehr erfolgreich. Hast du auch Geld? Ich könnte mehr haben. Was könntest du tun, damit du zu mehr Geld kommst? Also ich habe in meinem Leben gelernt, dass viele Dinge, wo ich zu viel Geld gekommen wäre, nicht das waren für mich, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und mit harter Arbeit geht's einigermaßen. Du hast jetzt einen Bungee-Sprung gemacht und du bist Pop-Art-Künstler und du hast während des Springens so quasi Farbe über schon bestehende Bilder verteilt. Die Bilder, die mache ich eh, das sind Sujets, Comics oder Promis oder so weiter. Da produziere ich drei gleiche und die werden dann quasi getrippt, gesprungen, dann noch beschüttet, wie man es will, von der Farbe, die aus der Höhe runterkleckst, und es gibt natürlich ein ganz eigenes Design dieses Kleckses, der da auseinanderplatscht, je nach Höhe. Sind die Bilder Kunst oder Deko? Es ist für mich reine Kunst, weil natürlich ist ja auch das Hintergrundbild, das ich natürlich selber male, schon Kunst, und dann wird es eben Pop-Art-mäßig verschönert mit bunten Farben, und es gibt immer eine Trilogie. Das erste wird dann früher weggenommen, dann trippe ich oder kleckse ich weiter auf die restlichen beiden. Ganz viel wird auf das dritte gekleckst. Das ist dann quasi wie bei Arnolf Reiner fast verschwunden, und da gibt es eine Trilogie.